In diesem Video erklären wir euch das Secchi-Modell. Das Secchi-Modell wird auch als Wissensspirale bezeichnet. Das Modell wurde in den 90ern von Nonaka und Takeuchi entwickelt und besteht aus vier Phasen: Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung. Das Secchi-Modell erklärt den Prozess der Umwandlung zwischen implizitem und explizitem Wissen. Explizites Wissen lässt sich formalisieren, zum Beispiel durch Verschriftlichung. Es kann deshalb einfach gespeichert und weitergegeben werden. Es ist also kodifizierbar, objektiv und an keine Person gebunden. Implizites Wissen hingegen ist jener Teil des Wissens, der nicht vollständig kodifiziert werden kann. Dieses Wissen lässt sich also nicht vollständig in Worten und Bildern zum Ausdruck bringen. Solches Wissen wird hin und wieder auch als sticky, klebrig bezeichnet, weil es von Person A nicht an Person B vermittelt werden kann. Die Wissensgenerierung beruht in diesem Modell auf einem Prozess der dynamischen Transformation von implizitem Wissen zu explizitem und wieder zurück. In der Phase der Sozialisation erwirbt ein Teammitglied implizites Wissen, zum Beispiel von anderen Teammitgliedern, durch Gespräche oder Beobachtungen. In der Phase der Externalisierung expliziert ein Mitarbeiter sein implizites Wissen. Dies tut er, indem er zum Beispiel anderen Kollegen etwas erklärt oder mit ihnen diskutiert. Hierfür können beispielsweise auch Blogs eingesetzt werden. In der Phase der Kombination erarbeiten Teammitglieder verschiedener Fachrichtungen gemeinsam eine Lösung, indem sie ihre unterschiedlichen Wissensdomänen miteinander kombinieren. Zur Unterstützung können hier auch Wikis beispielsweise eingesetzt werden. In der letzten Phase des Modells wenden Mitarbeiter ihr erlerntes, explizites Wissen bei ihrer Aufgabenerfüllung an und gewinnen dadurch Routine. Auf diesem neu generierten Wissen baut das Kollektiv auf. Dieser Prozess wird immer wieder neu durchlaufen. Bei jedem Durchlauf auf einer höheren und weiterentwickelten Ebene. Noch ein kleines Beispiel. Explizites Wissen ist in Form von Produktimitaten leicht zu kopieren. Dennoch sind die Kopien am Anfang vielfach schlechter als das Original. Das hat mit dem mangelnden impliziten Wissen über Verfahrens- und Geschäftsprozesse, Materialeigenschaften etc. zu tun. Dieses implizite Wissen ist nicht einfach kopierbar. Dennoch muss ein Unternehmen sicherstellen, dass es durch Mitarbeiterfluktuation nicht gezwungen wird, Dinge, die es bereits schon beherrschte, ständig neu erlernen zu müssen. Hierfür stellt das Secchi-Modell von Nonaka und Takeuchi einen verhaltensorientierten Ansatz dar. Und so wird nach diesem Modell Wissen generiert.